for English subtitle. Push the subtitle button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen, ein wunderschöner, imposanter, roter, grüner Leguan, ne? Iguana rhinolofa, in Farbform Red oder Marlboro Red, sagt man zum Teil dazu. Ne? Die sind dann so richtig schön rot-orange, ne? Also vor allem oder der Kamm, ne? Klasse orange. Wirklich wunderhübsches Tier. Ist jetzt 3 Jahre alt, wurde mal bei uns als Jungtier gekauft und hat sich so prächtig entwickelt. Werden Riesentiere, so wie wir hier sehen. Also der hat ja guten Meter, 1,20 Meter, 1,30 Meter vielleicht. Wissen wir alle, dass grüne Leguane mordsmäßig groß werden. Ne? So toll sie sind, Vegetarier in der Ernährung top, aber sie brauchen halt Riesenterrarium im Prinzip. Ja, sowas, was ich hinter mir hier habe. Passt gerade ganz gut zum Zeigen. Also wer so viel Platz hat, kann sich sowas anschaffen. Aber dann ist natürlich ein tolles Terrarientier. Und wenn man sich Zeit nimmt, werden die auch brav. Also der Handschuh ist einfach wegen den Krallen. Hier habe ich es gerade ohne Handschuh probiert. Da wird man dann gleich mal gekratzt. Aber sonst ist der super brav und wirklich ein ganz tolles Tier. Das Thema heute ist theoretisch ein ganz anderes wie der grüne Leguan, aber bloß theoretisch, weil der grüne Leguan indirekt meiner Meinung nach auch mit dem Thema zu tun hat. Ne? Wir Terrarianer sind leider in der permanenten Gefahr, dass unser Hobby zumindest eingeschränkt wird, ne? Dass zum Beispiel Leute sagen, na, wer muss denn so eine riesige Echse zu Hause halten, braucht man doch nicht. Gebe ich zu, braucht man wirklich nicht, aber es ist, aber man kann es machen, ne? Wenn man so ein Terrarium wie jetzt da hinten bei sich zu Hause hat und es daheim installiert, im Zimmer, im Keller, im Hobbyraum, in was weiß ich wo. Meiner Meinung nach spricht da überhaupt nichts dagegen. Der grüne Leguan mit seinen 3, 4, vielleicht auch 5 Kilo, was er nicht immer hat. Wieso soll ich den nicht halten dürfen, aber Hund, Katze, Hase, was weiß ich was ich mir alles halten darf, wieso nicht den grünen Leguan? So gibt es immer wieder Einschränkungen. Irgendwelche Tierrechtler oder irgendwelche Menschen oder die Politik, die das einfach einschränken will und aus irgendwelchen Argumenten, also ein Argument ist einfach so banal wie nach dem Motto, naja, das ist ja ein exotisches Tier, das hat zu Hause nichts zu suchen. Was da dran ein Argument ist, verstehe ich auch nicht ganz. Das sind ja gezüchtete Tiere, wissen wir, werden in Mittelamerika seit Jahrzehnten gezüchtet. Früher hat man sie hauptsächlich gegessen, beziehungsweise man hat aus Leder genommen, Schuhe draus gemacht und jetzt werden sie für die Terroristik gezüchtet. Ganz aktuell ist jetzt ein Gesetz verabschiedet worden, das ist definitiv verabschiedet. Das gilt, dass die in dem Gesetz im Großen geht es um invasive species, also invasive Arten, Tiere, die nicht bei uns hier in Europa leben, eingeführt werden von außen und dann die Gefahr besteht, dass die sich hier vermehren. Und uns Terrarianer in diesem Fall betrifft vor allem die Lampropeltis getulus, die Kettennatter, wirklich ein bekanntes, beliebtes Terrarientier. Und die steht tatsächlich auf dieser Liste von den Invasive Species. Und damit wollen wir uns heute befassen. Hier habe ich mal diese Durchführungsverordnung ausgedruckt für euch. Ne? Nennt sich Durchführungsverordnung 2022, das ist das Jahr. 1203, das ist wahrscheinlich eine fortlaufende Nummer, nehme ich an, vom 12. Juli 2022 ist das veröffentlicht worden, beziehungsweise das Gesetz selber, wenn man hier hinten schaut, ich glaube das Datum, wo es unterzeichnet wurde, ja, doch hier Brüssel, 12. Juli 2022 von der Frau Ursula von der Leyen, ihres Amtes Präsidentin des EU-Kongresses, EU-Rates, hoffentlich sage ich es jetzt richtig.
Um das geht's. Das ist das, wieso man gerade auch im Internet oder in den Terrarienforen so viel Diskussionen haben. Der Sache wollen wir jetzt mal auf den Grund gehen. In dieser Durchführungsverordnung sind hier auf der dritten Seite die diversen Spezies genannt, um die es geht. Da sind Pflanzen dabei, da sind Fische dabei, da sind Muscheln dabei, Amphibien sind dabei und als einziges Reptil ist eben Lampropeltis getula hier aufgeführt. Und für all diese Tiere, die hier drin aufgeführt werden in dem neuen Gesetz, wird geregelt, dass diese Tiere nicht mehr gehalten und nicht mehr gehandelt und nicht mehr in die EU eingeführt werden dürfen. Jetzt wollen wir der Sache ein bisschen auf den Grund gehen. Wie kam es denn oder wie konnte es dazu kommen? Klar, im ersten Moment sagen wir Terrarianer, was für ein Schwachsinn. Man muss es gleich ein bisschen hinterleuchten, dass man es ein wenig verstehen kann. Beziehungsweise, um euch ein Beispiel zu geben, vor vielen Jahren, Jahrzehnten schon, hat man ja die Rotwangen-Schmuckschildkröte auf die Liste dieser Invasive Species gesetzt. Seither darf man die Rotwangen-Schmuckschildkröten nimmer verkaufen, nimmer züchten, nimmer importieren, nimmer anbieten. Da war das ähnlich. Die sind mehr oder weniger aus der Terraristik relativ verschwunden. Hintergrund war, dass die Rotwangen-Schmuckschildkröte ausgesetzt wurde in Teiche, in Baggerseen, in Flüsse, langsam fließende Flüsse und so weiter. Und selbst in Deutschland hat die sich da vermehren können, hat eigene Populationen gebildet. Und das ist natürlich definitiv ein Problem für unsere Fauna und Flora. Ne? Wenn sich eine Rotwangen-Schmuckschildkröte, die gar nicht hierher gehört, ausbreitet, dann verdrängt die vielleicht einheimische Arten, vielleicht die europäische Sumpfschildkröte als Beispiel, die einen ähnlichen Lebensraum bewohnt, wird da verdrängt. Die fressen Fische, Amphibien in diesen Biotopen. Diese ganze Kette oder diese Biologie, die wir haben in so einem Gebiet, kann natürlich durch so eine Invasive Species wirklich gestört werden. Das will auch gar niemand bestreiten. Das bestreiten auch wir Terrarianer natürlich nicht. Der Hintergrund ist natürlich richtig, dass man das nicht will und dass man da aufpassen muss. Im Falle der Getula kam es dazu, dass Spanien sich gemeldet hat und hat gesagt, Leute, hört her, bei uns auf den Kanaren, ne, die Kanarischen Inseln gehören zu Spanien. Die Kanaren sind zwar meilenweit weg von Spanien, die liegen irgendwo östlich von Afrika, aber sie gehören zu der EU, gehören zu Spanien. Und deswegen hat Spanien gesagt, da haben wir ein Problem. Da hat sich diese Lampropeltis getula ausgebreitet in manchen Gebieten, beziehungsweise wir müssen das untersuchen. Und dann gibt dann ein Staat oder auch eine, in dem Fall die EU sogar, gibt dann eine Studie in Auftrag. Das ist die hier, die Study on Invasive Alien Species. Die wurde 2016 in Auftrag gegeben. Da haben dann verschiedene Wissenschaftler tun dann da mitwirken und untersuchen das Ganze. Ne? Also sind dann in dem Fall, haben sie auch auf den Kanaren untersucht, ob es da tatsächlich diese Kettennatter gibt. Und die hat man dann auch auf den Kanaren gefunden. Und dann wird es beurteilt von dem Wissenschaftler, ob diese Ausbreitung dieser nicht einheimischen Art ein Problem für die anderen Arten darstellt. Das tut sie auf den Kanaren. Auch das muss man nicht zwingend anzweifeln. Also wie gesagt, das ist alles in dieser Studie festgehalten. Und was ist auch ein bisschen das Interessante an dieser Studie ist, dass in der Studie explizit über die ganzen Getula-Unterarten geschrieben steht. Wir Terrarianer sind ja schlaue Kerlchen und deswegen die erste Reaktion von vielen, auch von mir war, zu sagen, ja Moment, wenn da Lampropeltis getula aufgeführt ist, dann gilt es ja natürlich nur für Getula, in dem Fall wäre das
früher gab es, oder zu der Art Getula gehört Getula getula, vielleicht noch Puxi, aber viele Arten wie zum Beispiel die California oder die Nigrita oder Nigra, die sind mittlerweile zum Artstatus erhoben worden. Ne? Also früher hießen die alle Lampropeltis getulus nigrita oder Lampropeltis getulus California, Lampropeltis getulus floridana. Die wurden alle beschrieben, ursprünglich von Linnaeus, steht sogar hier drauf. Linnaeus 1766, ne, hat der die Gattung Lampropeltis getula beschrieben und hat die ganzen verschiedenen Unterarten hat man in die Getula mit reingenommen. Wie gesagt, jetzt, viele Jahre später, wurden einige Unterarten wie eben California, Nigrita, Floridana, wurden in Artstatus erhoben. Also die heißen nicht mehr Lampropeltis getula California, sondern sie heißen jetzt Lampropeltis California. Also in dem Moment, wo sie Lampropeltis California heißt, ist sie keine Lampropeltis getula mehr. Ne? Und dann könnte man sagen, okay, hurra, das Gesetz gilt ja nicht, wir haben ja eine Lampropeltis California. Dem ist leider nicht so, weil diese Studie sich ganz eindeutig auf die ganzen verschiedenen Unterarten bezieht. Ne? Die werden hier aufgeführt, Getula getula, Getula floridana, Getula california, Getula holbrocki, Nigra, Stictipseps, die kannte ich bis heute gar nicht, Getula nigrita, und ich glaube, auf der nächsten Seite geht es noch weiter. Getula splendida, die sind hier alle aufgeführt, die ganzen damals Unterarten, jetzt Arten. Deswegen bezieht sich das neue Gesetz definitiv auch auf die, das, was wir jetzt mittlerweile zum Beispiel California nennen oder Nigra nennen oder so. Also dieses Hintertürchen, über das der ein oder andere sich vielleicht gefreut hat oder gedacht hat, ja, da komme ich damit rum oder das habe ich als Argument, das könnt ihr leider vergessen. Jetzt ist die Frage, was ist denn die Konsequenz daraus für uns Terrarianer beziehungsweise welche Fristen gibt es? Also heißt es, ab heute dürfen wir gar nichts mehr oder dürfen wir die gar nicht mehr halten? Oder heißt es, wenn ich noch welche habe, dann ist ja alles gut, dann ist das ja Bestandsschutz oder sowas? Das wird im Prinzip im dritten Dokument geregelt. Das nennt sich Verordnung Nummer 1143 aus 2014 des Europäischen Parlaments vom Oktober 2014. Hier wird schon auf diese Sache eingegangen über die Prävention und das Management der Einbringung und Ausbreitung invasiver gebietsfremder Arten. Da hat die EU schon eine Verordnung verabschiedet und da sind diese Regeln auch klar angesprochen, die da für uns gelten. Ich habe mal das Wichtigste für uns rausgesucht. Im Artikel 31, das nennt sich Übergangsbestimmungen für nicht gewerbliche Besitzer. Ja, nicht gewerbliche Besitzer sind alle Terrarianer, würde ich sagen, die das nicht gewerblich oder nicht professionell machen. Und da steht drin, dürfen Besitzer von nicht gewerblichen Zwecken gehaltenen Heimtieren, die zu den in der Unionsliste aufgeführten invasiven gebietsfremden Arten gehören, diese Tiere bis zum Ende ihrer natürlichen Lebensdauer behalten, sofern die folgenden Bedingungen erfüllt sind, wurden vor ihrer Aufnahme gehalten. Also nicht, wenn man schon so Tiere besitzt, dann darf man die weiter behalten bis an ihr Lebensende. Und sie müssen werden unter Verschluss gehalten, werden geeignete Maßnahmen getroffen, um Fortpflanzung und Entkommen auszuschließen. Also das heißt, ihr dürft die Tiere nicht mehr züchten. Und es muss natürlich sicher sein, dass die nicht abhauen können aus euren Terrarien. Wenn das erfüllt ist, dürft ihr diese Arten noch halten. Das ist der Artikel 31, die nicht gewerblichen. Dann kommt noch der Artikel 32 für die kommerziellen Bestände. Also das geht mich an oder geht irgendwelche professionellen Züchter an. Vor deren Aufnahme erworben wurden, also noch bevor das, die Verordnung in Kraft getreten ist, bis zu 2 Jahre nach der Aufnahme der Arten in die Listen, Verkauf oder Übergabe an Forschungs-, Erhaltungseinrichtungen und für Zwecke medizinischer Tätigkeiten verkauft werden. Ne? Also man hat eine Übergangsfrist von 2 Jahren, wo der Züchter oder der Händler die Tiere an Forschungs- und Erhaltungseinrichtungen oder medizinische Zwecke verkaufen darf. Das ist erstmal nach dem Motto, naja, das sind ja keine Terrarianer. Der
zweite Absatz vom Artikel 32 ist interessanter. Der Verkauf oder die Übergabe lebender Exemplare an nicht gewerbliche Nutzer ist ein Jahr lang nach der Aufnahme der Art in die Unionsliste erlaubt. Also das heißt, mehr oder weniger ab jetzt dürfen die noch ein Jahr lang verkauft werden. Das ist zumindest jemand wie ich, der verschiedene Getula-Arten noch hat, zumindest ein Trost, dass ich die zumindest ein Jahr lang noch verkaufen darf. Auch an, also sozusagen an jedermann, ne? Also nicht nur an die Forschungseinrichtungen und so weiter, da hat man 2 Jahre, aber so an Gott und die Welt oder an Terrarianer dürfen sie immerhin noch ein Jahr verkauft werden. Ich glaube, das sind so die wichtigsten Konsequenzen, die wir daraus nehmen können. Wie gesagt, das Gesetz ist durch, das gilt. Es gibt kein Hintertürchen, von wegen, die Kalifornier ist ja keine Getula. Ich glaube, das Hintertürchen können wir vergessen. Und dass wir eben diese Übergangsfristen haben. Ich würde mal sagen, im Prinzip von einem Jahr, wo die Tiere noch verkauft werden dürfen. Das ist so die Konsequenz, die ich daraus lesen und daraus schließen kann. Abschließend noch die Frage, müssen wir das jetzt alles so hinnehmen als Terrarianer und sagen, naja, ist halt so Pech gehabt. Meiner Beurteilung nach, glaube ich, sollten wir es nicht hinnehmen. Ich denke, es macht Sinn, dagegen vorzugehen, vielleicht auch dagegen zu klagen. Das sind vom Tropenparadies Volker Ennenbach und Thorsten Holtmann definitiv oder sind mit im Boot. Mit dem BNA habe ich drüber gesprochen gehabt, dass wir am Überlegen sind, dagegen zu klagen. Hintergrund ist, dass man dieses Gesetz beruht ja lediglich darauf, dass die Kettennatter auf den Kanaren invasive ist. Ne? Es gibt in der ganzen Studie, die ich euch gezeigt habe, gibt es nicht einen Anhaltspunkt, dass die Kettennatter in Kernland Europa, sage ich jetzt einfach mal, invasive ist. Ne? Weder in Deutschland noch in Italien noch in Österreich, Spanien, irgendwas, also Spanien Festland. Also lediglich auf den Kanaren. Die Kanaren hat ja geografisch wirklich überhaupt nichts mit Europa zu tun. Sich darauf zu berufen, ist meiner Meinung nach völliger Quatsch, weil dann könnte man ja im Prinzip auch irgendwelche Überlandkolonien, Französisch-Guyana oder Réunion nehmen und sagen, naja, in Réunion überlebt so ziemlich alles an Terrarientieren oder an Reptilien. Also wäre ja alles invasive. Also von dem her, aus meiner Sicht Quatsch und definitiv ein Anhaltspunkt zu sagen, naja, aber die Kanaren, wie gesagt, hat mit Festland Europa nichts zu tun. Die können auch nicht von den Kanaren hier rüber schwimmen. Also da fehlt irgendwie die Argumentation. Und um so etwas zu regeln, wenn die invasive aus den Kanaren ist, dann gibt es ja natürlich auch noch Länderverordnungen. Dann hätte ja Spanien sagen können, okay, wir erklären die Getula als invasive für die Kanaren. Die darf nicht mehr in die Kanaren eingeführt werden. Oder sie hätte es für ganz Spanien machen können und sagen, naja, Kanaren gehören zu uns, also ganz Spanien darf keine Getula mehr einführen. Aber dass die EU aufgrund dieser spanischen Bemühungen, die sich auf die Kanaren bezieht, ein Gesetz macht, was uns alle Europäer einschränkt, das ist aus meiner Sicht falsch und das ist, glaube ich, ein Ansatzpunkt, wo man dagegen vorgehen kann. Da sind wir dran am Arbeiten. Das Ganze wird vermutlich auch ein teurer Spaß. Man muss wahrscheinlich wieder eine Studie machen, sei es in biologischer Form oder sei es auch vor allem in rechtlicher Form, ne, wo ein Rechts- oder ein EU-Wissenschaftler sagt, na, ist das überhaupt rechtens, dass man, wie gesagt, dass ein Land alle anderen so unter Beschlag nimmt. Das kostet bestimmt einige Tausende, wenn nicht gar Zehntausende Euro. Das werden wir angehen. Ich möchte jetzt auch noch nicht einen Spendenaufruf oder sowas machen, aber zumindest möchte ich es mal erwähnt haben, dass es wahrscheinlich relativ teuer wird und vielleicht tun sich da mehrere zusammen und werfen alles Geld in einen Topf und dann kann man dagegen was unternehmen. Ihr werdet es erfahren, wenn dem so ist. Wenn ihr es interessant findet, wenn meine Erklärung für euch gut war und ihr jetzt sagt, aha, ich habe es ja im
Facebook oder auf Insta oder was weiß ich die ganze Zeit gelesen, jetzt kapiere ich endlich, was dahinter steckt, dann freue ich mich, dann gebt mir bitte einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, dann seid ihr immer auf dem Laufenden mit solchen News oder seid ihr auf dem Laufenden, ob wir dagegen was unternehmen, tun oder können. Und ansonsten bleibt mir treu und checkt die manchmal dummen Gesetze.